Träumt nicht jeder Kerl davon, mal ein kleiner Bear Grylls zu sein? Träumt nicht jeder mal davon, ein harter Survival-Mann zu sein? Wir haben es ausprobiert, tief im Wald, fernab der Zivilisation. Willkommen zum Teilzeit-Survival. Vier Kerle auf ihrem nicht ganz ernst gemeinten Ausflug in die Wildnis. Heute plötzlich reißende Strömung am Bach. Der Mann mit Hut geht unter. Oder auch nicht. Unser Tag neigte sich langsam dem Ende zu. Wenn ihr bis hierher die ganzen Videos aufmerksam verfolgt habt, habt ihr festgestellt, wir haben bisher gut gegessen und auch viel Spaß gehabt. Momentan seht ihr uns dabei, wie wir nochmal das Feuer anfachen für unser Abendessen. Dies ist ein Video zur Entspannung, zum Zuschauen und Zuhören, was die Kerle da auf ihrem Affenfelsen so treiben. Nichts kann hier die Stimmung trüben. Sogar Stockbrot backen wir uns gerade. Es könnte nicht schöner sein. Doch wird es dabei bleiben. So, hat uns hier voll das Gewitter überrascht. Trotz Gewitter und starkem Regen hat uns unsere zugegebenermaßen primitive Behausung sicher trocken gehalten. Aber wir haben es noch rechtzeitig geschafft, alles wegzuräumen und jetzt wird hier schön gegessen, wie eigentlich den ganzen Tag schon. Gestern war das interessant. Und hier peitscht der Regen. Uiuiui. Jetzt wird's heftig. Jetzt wird's wirklich heftig. Schaut euch das mal an, hier ist es jetzt gerade am Regnen. Wir sind hier mitten in so einem Taleinschnitt. Da, wo heute Mittag irgendwo noch unser Kühlschrank war, das ist jetzt alles nur noch überflutet. Die Strömung hier, die hat richtig heftig zugenommen. Schaut euch das mal an hier. Boah. Hier. Heftig. Da hinten, wartet mal. Hier, da war unsere Feuerstelle, da haben wir vorhin noch gehockt. Die ist vom Wasser überflutet. Das ist schon so einigermaßen krass, aber so schnell geht's. Wir sind hier halt hier, ja, in der alpinen Region. Der kann so schnell das Wetter umschlagen. Und gerade hier dieser Bach. Der geht ja im Prinzip hier direkt hoch. Richtig steil. Hier vorne genauso. Und das sammelt halt nun mal alles hier. Das ganze Wasser. Heftig. Einfach nur heftig. Hier mal anschaut, hier oben der Hut. Also hier kommt richtig was runter. Aber sowas gehört nun mal auch dazu. Und ich finde es irgendwie gerade richtig toll, trotz allem. Super Sache. Mal gucken, wie die Nacht heute so wird. Ich würde sagen, an der Stelle bin ich erstmal raus. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Bis dahin. Ja, guten Morgen, Freunde. Die Nacht ist rum. Es hat die ganze Nacht durchgeregnet, aber wir wurden jetzt belohnt mit einem richtig, richtig schönen Morgen. Der Himmel ist blau.
Der Wasserfall, der ganze Bach hier ist mächtig angeschwollen. Das ist so schön hier. Schaut es euch selbst mal an. Nach einer zugegeben unruhigen Nacht wurden wir mit einem schönen Morgen belohnt. Was gibt es da Besseres als einen frischen Kaffee? Authentisch zubereitet auf einem Espritkocher. Ja, okay, ich gebe es ja zu. Frisch gebrüht. Ja, natürlich. Wahrscheinlich noch besser. Aber dieser Instant-Kaffee, der tut's dann doch erstmal auch. Der wird gleich schmecken. Im Übrigen fand ich, dass während diesem kleinen Ausflug in den Wald genau diese Tasse einer der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände war. Sie ist doch ziemlich universell zu verwenden. Außer, dass man seinen Kaffee oder sonstige Getränke dort zu sich nehmen kann, haben wir in dieser Tasse sogar Brot gebacken. Tolle Sache. Noch mal kurz die Temperatur checken. Schmeckt. Auch das schönste Wochenende geht irgendwann mal zu Ende. Da hinten räumen die Jungs alles gerade so weit auf. Wir haben schön unseren Müll mitgenommen. Wir wollen ja nichts hier lassen. Und dann geht's gleich hoch. Aufwärts. Mal ein letztes Mal den schönen Blick hier. Los geht's. Haben wir alles, ja? Ja, sieht so aus, oder? Aus dem Baum. Gut. Nimmst du es wieder auf? Was? Aufstieg? Ja? Ja. Oh, dann geht vor. Ja. Warum? Ja, geht vor. Wenn wir heute die auf, wenn es runterfällt. Wo geht's denn eigentlich lang? Dann seid ihr nur die Gassen lassen. Vielleicht erkennt man das auf dem Video gar nicht so. Es ging wirklich steil nach oben. Yes! Oben sind wir. Man sieht auch sehr gut an unseren Rucksäcken,
Wir haben wirklich nur das Nötigste mitgenommen. Das war ein Scherz. Alles fit, Jungs? Ja? Ja, ja. Und hier endet nun unser kleiner Ausflug in die Wildnis zum Teilzeit-Survival. Ich hoffe, es war für euch interessant, auch mal ein Video zu sehen, was in seiner Art etwas anders ist. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut euch auch gerne die zwei anderen Teile an. Gebt mir einen Daumen nach oben für dieses Video und ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Und wir sehen uns beim nächsten Abenteuer. Bis dahin.